Energiewende im Klimawandel in der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg. Hintergrund, Inhalt, Projektbausteine, Organisation. Das Projekt Enerklim knüpft an dem Forschungsvorhaben Regionales Management von Klimafolgen in der Metropolregion aus den Jahren 2008 bis 2011 an. Die in der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg organisierten Kommunen haben im Jahr 2011 das Ziel formuliert, den Energiebedarf für Strom, Wärme und Mobilität bis zum Jahr 2050 vollständig aus erneuerbaren Energien zu decken. Zur Verknüpfung der kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprozesse stellt das Projekt Enerklim Informationen, Szenarien und Entscheidungshilfen bereit. Eine Bestandsaufnahme der kommunalen Aktivitäten schafft die Basis für die Nutzung von Synergieeffekten in der Metropolregion. Unsere Ziele sind die Etablierung eines interkommunalen Klimanetzwerkes, die Darstellung und Veröffentlichung der zentralen Projektergebnisse sowie die Bereitstellung eines interaktiven informellen Planungsinstrumentes. Die im Verein Kommunen in der Metropolregion e.V. organisierten Gebietskörperschaften können sich an der Projektarbeit beteiligen. Daneben sind auch viele Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden zur Mitarbeit eingeladen. Das Verbundprojekt wird seit dem 1. Januar 2015 vom Bundesministerium für Umweltschutz, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Rahmen des BMU-Förderprogrammes Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel gefördert. Projektbeteiligte sind die Kommunen in der Metropolregion e.V., Geonet Umweltconsulting und CORIS, Kommunikative Stadt- und Regionalentwicklung.